Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2 zusammen mit dem Odin. Grüßt euch. So, wir machen heute den Reds Pro Job auf Deathwish Cooking with Style. Ich möchte dazu sagen, das war seine Idee. Let the pain begin. Let the pain begin. Das war dein Stichwort, also wenn du jetzt auch aufnehmen willst, ne, dann. Ist er schon dabei? Ah, okay. Ich werde auch mal seinen Channel unten verlinken. Er macht wirklich gute Stealth Runs. Schaut mal vorbei, wenn ihr Payday interessiert seid. Aber ich muss gleich warnen, ich habe vielleicht pro Payday-Video vielleicht nur 20 Zuschauer. Früher mal, als ich noch Brickforce aktiv war. Als ich noch früher aktiv war, hatte ich pro Brickforce-Video bestimmt um die 200 Aufrufe pro Video oder mehr. Aber jetzt inzwischen... Pff. Aber egal, ich habe Spaß dabei. Und das ist die Hauptsache. Das ist das Wichtigste. Gut, wir müssten noch kurz unser Loadout zeigen, denn wie gesagt, wir machen das Cooking with Style Achievement. Dazu braucht man das hier und das hier. Der Rest ist nicht unbedingt nötig. Und dann würde ich sagen, go go. I want people to see how pro we are. Alles klar. Ja. Aber man muss doch ehrlich sagen, es ist so Hammer OP einfach nur, dieses Teil. RPG, also wir haben ja vorher das Teil nochmal auf Overkill probiert gehabt. Wir haben das ja vorher schon probiert. Alter, draußen sind ja mal einige Zutaten, würde ich sagen. Unter anderem noch einmal HCL. Nimm dir gleich nochmal bitte da was. Wir haben das... So, jetzt kann ich aber endlich probieren, das zu beenden. Vorher hatten wir das schon mal probiert gehabt, dieses Achievement, aber das Problem war, dass Payday halt wie immer bei mir gesagt hat, einfach nur eiskalt, fick dich so hart, dass du nicht mehr laufen kannst. Ist nach Tag 1 direkt abgeschmiert beim Laden und deswegen müsste ich das jetzt halt leider nochmal machen. Was tut man nicht alles für Payday? Du hast dir sogar einen Mod geholt, Leute. Ja, gut. Das ist für die ganzen, sag ich mal, nicht so spielintensiven Spieler, dass die auch... Ach, sehen, deswegen, danke, dass du auf mich Rücksicht nimmst. Bei 700 Stunden, da kann man schon mal durcheinander kommen, ne? Das auf jeden Fall. Ja, du wirst lachen, ich habe auch schon mit einigen 25, 100 gespielt, die keine Cheater waren, die es verkackt haben. Aber kann es sein, dass sie das aus Versehen verkackt haben? Weil ich hatte das auch in... einer Payday Challenge, den Link kann ich ja auch mal nachher schicken, da habe ich mich im Video übergeben am Ende. Ziel war das hier halt, entweder was Overkill oder Deathwish, du durftest halt nicht abnippeln gehen. Und wenn einer abgenippelt ist, musste halt jeder im Team einen Schluck nehmen. Regel war mindestens 20%ig, ein Schnapsglas. Und am Ende hatten wir alle so viel Indus, dass wir auch nicht mehr gerade auslaufen konnten. Dann war ich gerade dran mit Kochen. Und ich hatte, musste HCL enden, hab aber stattdessen außersehen daneben auf CS gehabt und hab dann halt reingehauen. Und dann ist halt das Slab hochgeflogen. Ich durfte mir 8 extra Stücke genehmigen, hab danach ins Klo gereiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, darauf wurde ich in der Klasse auch sehr oft angesprochen, das kannst du mir glauben. Oh oh, das wird's... Oh, der war hinter mir her. Danke. Die Sache ist halt, die kommen halt nicht mal ansatzweise überhaupt nah an uns ran. Das ist so OP, ey. Das ist die andere Sache, warum man bei Deathwish eigentlich immer im Haus bleiben soll. Was? Wie ist denn meine Rüstung verschwunden? Lieg ich schon? Ja. Was war denn das? Wahrscheinlich der Black Dose, der da hinten gerade an. Aber der muss mir mal so hart reingedrückt haben. Alter Schwede. Also der, das eins, was noch so ein Damage verursacht hätte, wäre, wenn mich ein Laster angefahren hätte. Weil ich ja, hab 400 Rüstung. 400 Rüstung. Und mehr. Und krieg Rüstung, wenn ich jemanden kill. Und ich habe da vorne reingesprayt. Und ich habe trotzdem alle Rüstung verloren gehabt. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Eigentlich kann es nur ein Schwarzer gewesen sein. Jetzt mal ohne rassistisch zu sein, aber die Standard-Cops... eigentlich kann es nur ein Schwarzer gewesen sein. Ja, lass mich ausreden. Die Sache ist, das wissen wir beide, der Black Dozer und die schwarzen Standard-Cops drücken halt einfach am heftigsten. Das ist einfach ein Fakt. Ja, aber nur weil sie den Bronco-Revolver verwenden. Ja, und na gut, weil sie schwarz sind.
und... Das hast du gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Ich nehme die volle Verantwortung auf mich. Ich bin Rassist, Leute. Ist ja gut. Weißt du, das Schöne ist, ich kann solche Aussagen ganz entspannt tätigen, weil die wenigen Leute, die das sehen, die juckt das sowieso nicht. Also von daher... Ich sehe nur, wie meine Rüstung wieder zunehmend schwindet. Ups. Mal kurz hier rein. Ich muss sagen, die blauen SWAT-Einheiten, die drücken auch ordentlich. Ja, es geht. Seit dem letzten Update, finde ich, die machen übertrieben, also hauen mit einem Schuss auf Todesmut, hauen die deine Armor weg, wenn du natürlich nicht als ICTV und Armor spielst. Okay. Aber wenn du mit der leichten Weste spielst, ein Schuss, dann ist deine Armor weg. Gut, aber was man auch dazu sagen muss, ist aber tatsächlich so, dass je lower der Kopf ist, vom Leben her, desto mehr Damage teilen die eigentlich aus. Naja. Ach komm. Beim Dose ist es ja schon wieder andersrum. Na gut, das, wobei, ne. Der Black Dose drückt schon mehr Damage als der Skull. Die einzige Sache ist halt, du musst halt den Skull auf nah halten, auf Entfernung ist der einfach... Da verlierst du selbst mit dem Thanatos gegen den. Also ich habe schon jemanden gesehen, der hat mit dem Thanatos gegen einen verloren, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Der hat aber auch irgendwie 4 Schüsse daneben gesetzt. Mit dem Frenzy Skill kannst du mit dem Thanatos Black Dose one-hitten. Krass. Habe ich bei dem habe ich es gesehen. Ich glaube. Ach, wie hieß er gleich wieder? Natürlich fällt mir der Name nicht ein. Bei Clover habe ich es, glaube ich, sogar gesehen. Okay. Wie ich es überhaupt nicht mag, mit der Minigun und dem RPG zu spielen. Aber ich muss sagen, wenn du draußen so wie ich rumrennen musst, damit du deine Rüstung überhaupt behalten kannst, dann passt das eigentlich total. Wie gesagt, ihr supportet mich einfach von oben ab und zu mit dem RNG und ich habe was Schönes fürs Display, ich rasiere hier draußen. Die Sache ist halt, du klickst halt einmal drauf und dann kommen halt irgendwie gleich schon 30 Schüsse raus oder so. Ja Leute, das ist jugendfrei, das Spiel, ich habe einen Mod, der das so aussehen lässt. Ja, aber mein Mod liegt hier gerade in zweigeteilter Cloaker und die blutigen Fleischreste gucken da halt raus. Ja, für einen Cloaker kann man sich die Mod schon mal holen. Oh, das Problem ist halt, bei diesem Mod, die spawnen halt die Gegner nicht. Jetzt habe ich gerade nur noch 50 FPS. So, und der Dozer ist tot. Oh, das ist heftig. Die Lex gerade. 60 FPS jetzt da wieder, aber wenn ich jetzt rausschaue... Oh, es geht sogar. So, warte, den Captain müsst ihr mal weg und ich habe nämlich gerade nichts. Komm schon. Ich krieg den Sniper nicht. Shit, you got crawlers outside. Watch those windows. Okay, what comes after that? It's caustic soda. I'm 86% sure. Ach, Sniper. Boah, Alter, ich hab dir da gerade den Kopf abgesäbelt. Ja, zum Glück liegt er in der Wand, Kinder. Wuhuhu. Am Ende wäre ich noch so bekannt wie General McBadass. Das glaube ich ja nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Zumindest nicht nur durch Payday. So, ich habe so 38 Schuss, ich muss dann gleich mal zur Ammo-Box. Der Walter hat gerade geschrieben, dass die Ingredients wahrscheinlich gewacht sind. Ich kann dir sogar sagen, was passiert ist. Wir haben... Warte. Wir haben alle Zutaten weg, ne? Ne, 5 Zutaten haben wir noch. Das war wahrscheinlich bei dem Truck. Nein, ich kann dir sogar sagen, was passiert ist. Wenn ihr jetzt edit und wir dann noch alles haben und dann jetzt die Zutatenliste kommt, dann ist folgendes passiert. Zwei Leute haben gleichzeitig probiert, eine Zutat zu adden. Ja, das meinte ich ja beim Truck. Ja. 2 zu wenig. Auch wenn ich mich frage, wie das geht. Also ich habe einmal Caustic Soda hier gefunden. Das wäre dann wohl die eine Zutat.
Ich hasse es, wenn sowas im Let's Play passiert, ey. Ja, dann fangen wir halt nochmal neu an, das ist ja nicht das Problem. Ach so. Oh, warte, jetzt bin ich gerade komplett out of Schuss, jetzt müsste ich mir mal was gönnen hier oben. Ich denke eher, die haben zur gleichen Zeit geedit. Dann kann das passiert sein. Das waren gerade alle Schuss für den Sniper, alle. Das war nicht schlecht. Vor allem, du bist der Erste, der abgehindert ist, alter Schwede. Was ist da los? Du wurdest gesniped, ne? Ja. Ich komme nicht an ihn ran. Vielleicht ein RPG-Shot hin. Oh oh. Hier war doch irgendwo noch die grünäugige Missgeburt. Da ist sie! Oh oh. Jetzt habe ich gerade ein kleines Problem mit der Armor. Man hört richtig das Blutgeräusch, wenn jemand den Kopf abschießt, ey, das ist super. Dann kommt YouTube, ey, ihr Video ist brutal. Weißt du, wofür ich echt den mega Respekt habe? Diese Leute, die hier auf Deathwish um die 200 Bags kochen. Das ist so unnormal. Ich habe da, wie gesagt, jetzt mal, als ich auf YouTube war, unterwegs gewesen. Ich habe mehrere Runs gefunden, unter anderem den Weltrekord mit 208 Bags. Und es war einfach bemerkenswert. Also das... Die sind ja auch wirklich in diesen 7 Stunden so wenig abkratzen gegangen. Die hatten am Ende irgendwie auch noch irgendwie 2 Dr. Bags übrig. Ja. Aber die machen das, glaube ich, so. Die bleiben die ganze Zeit im Haus und warten halt, bis die reinkommen. Und dann töten die halt. Vor allem der eine hatte auch so eine Rüstung, dass der auf Deathwish 1 Sniper, das war noch mit dem alten. Der hatte ja bei dem alten Skillset, ist irgendwie so, dass der, egal wie er war, dass er einen Sniper-Schuss komplett aushalten konnte und noch ein paar andere Schüsse ohne Rüstung zu verlieren. Ist bei meinem Set auch so, ich glaube ich könnte sogar 2 aushalten. Ja, das ist mit Muscle und der ICTV ist das vollkommen für den Arsch. Das war für ein Dozer. Ohne Scheiß, ich sehe gerade nichts mehr und ich sehe, dass meine Rüstung weg ist. Boah, Alter, meine FPS, meine armen FPS. Hier sehe ich nur, wie das Blut spritzt und wie meine FPS runtergehen. Das Schlimme sind eigentlich die FPS. Captain hatten wir schon, oder? Ja. Ich kann mich gar nicht an den erinnern. Der war halt nur so kurz da. Wie scheiße langsam man einfach mit diesen ganzen Rotz ist. Ich hasse es so. Ja, das ist halt sowas, da musst du halt wirklich im Haus bleiben. Sonst lohnt sich das nicht. Scheiße. Gut, ich habe gerade eine RPG ins Blinde geschossen und wahrscheinlich einen Gegner gekillt. Gut, aber habe ich auch keine. Warte, ich komme. Schlecht. Du blinkst aber gerade nur so schön bei mir. Jetzt bist du down. Das ist das Schöne, weil du so eine fette Rüstung hast, bist du nicht mehr so krass im Desync und ich kann dich tatsächlich aufheben. Ja, fette Rüstung, die nichts aushält. Die einfach nichts aushält. Wie gesagt, ich kann dir da mal mein Set geben für schwere Rüstungen. Ist von Jeremy McBaddis. Ist ein echt gutes Set.
Ja, das bringt mir aber wie gesagt nur was mit dem Perk. Ja, gut, ja, 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 ja. Das ist halt das. Irgendwie keiner den Sniper ranwagen. Mit seiner Minigun. Ich hab ne bessere Idee, wo ist er? Tot, ne? Der ist tot, ja. Immerhin sind gerade unten die meisten Gegner bei mir, die spawnt. Ich hatte einen, bei dem war mal so ein Bug bei ihm im Mod, dass der wirklich jeden einzelnen Gegner, der auf der gesamten Map getötet wurde, halt da rumliegen hatte. Der hat dann irgendwie so einen Screen gemacht, da lagen zwischen diesen zwei rostigen Autos um die 100 Gegner. Der hat sich schon so ein Handgame-PC und bei ihm hat es nur noch geleckt. Oh oh. Die grünäugige Missgeburt? Was? Ich liege, hatte aber noch volle Leben. Was ist das? Das ist Payday. Payday ist mein bester Freund. Wow. Ich habe genau zwei Schüsse von meiner RPG dazu bekommen. Hat sich gelohnt. Oh, guck mal. Da ist doch unser Freund. Pass auf. Gut, sagen wir es mal so. Wir kriegen zwar nur 6 Backs hin, aber es ist immer noch scheiße. Zumal wir auch 6 in Sicherheit bringen müssen. Das ist auch dieser Bug. Das ist jetzt seit, ich glaube, dem letzten Update da und seitdem wurde das auch nicht mehr behoben. Wenn du die ersten 3 in Sicherheit... So, da... Meinst du das oben links... Na, guck mal, jetzt habe ich 2 auf einmal weggebracht. Nee, aber wenn du nur 3 irgendwie hast... Kann es ab und zu sein, so wie jetzt, auf Deathwish, dass wir trotzdem noch 3 in Sicherheit bringen müssen, obwohl wir eigentlich schon 3 in Sicherheit haben, wie du sehen kannst. Ja, und mein einer Backer gerade doppelt gezählt. Boah, Alter. Einfach dieses Geräusch, wenn du den in den Kopf ab... So es klingt... Ja, wenn ich jetzt sage, es klingt lustig, dann höre ich mich wie irgendwie so ein kranker Typ an, aber... Es hört sich total schön an. Ja, egal was man sagt, es ist eh falsch, von daher. Oh, guck mal, Black Doors sind doch meine Spezialitäten. Gut, außer den hier. Ich glaube, mit dem Set kann man echt jede Missy machen. Wobei, fast jeder. Ich glaube, das Set ist für The Bomb Forest ist das der Tod, was ich hier jetzt habe. Ja. Weil ich habe ja auch bei meinem anderen Set, hatte ich dann LMG und eine Shotgun und damit kannst du gegen Sniper nichts ausrichten, vor allem auf der Map. Na gut, wenn man halt RPG nehmen würde, dann ja, aber das ist eh too much money waste. Wie ich einfach wirklich die ganze Zeit permanent einfach nur volle Rüstung habe, ist so krank. Ihr könnt ja links meine Buffs sehen, 3x1,8 Attack Boost. Mein Attack Boost geht jetzt auch gerade noch weiter. Oh fuck, jetzt habe ich gerade so hart auf die Fresse bekommen, dass ich im Runterfall getötet wurde. Und zwar deswegen. Das war wieder ein schwarzer Mann. Ja, ohne Witz, der Schwarze hat mir halt schon wieder alles gezogen. Der Schwarze? Ja! Meine Güte. Wahnsinn, ich hab den Sniper mal getroffen mit einem RPG. Ist der Schuss. Der einzige Vorteil, den man beim getasert werden eigentlich empfindet, ist, dass man seine Muni wieder voll bekommt, also halt nachlädt. Normalerweise dauert das denn ja so lange. Ja, gerade bei der Minigun. Oder beim Piglet. Alter, ich brauche nur einmal auf den Schild meiner Nahkampfwaffe einzuschlagen und das kippt halt einfach um.
Ja, das kommt davon, weil ich Brokkoli gegessen habe. Kennst du die Serie von früher, da wurde der eine sich irgendwie immer... Was war das denn? War das Brokkoli? Was er da gegessen hat, dann so super stark wurde? Dieser eine Seemann. Nee, Spinat war das. Ja genau, Spinat! Es kommt davon, weil ich Spinat gegessen habe, das weißt du doch. Ach ja, das sind so gute Erinnerungen. So, ich muss ja gerade ein bisschen mit Nahkampf was machen. Ey, ich komme halt mit dem Taser nicht mehr nach, verdammt. Ich meine, hätte ich meine Rüstung stabil. Oh, und einmal, guck mal, den Cloaker schenken wir mal was hier. Hilfe. Danke. So, dieser Moment, ich habe genau auf ihn geschossen, der überlebt hat einfach diesen RPG-Schuss. The heck, einfach nur the heck. Hydrogen Chloride. Wo man auch sagen muss, mit den neuen Skillsets ist das hier auf der Fusch eigentlich, ich sag mal wirklich ein Klacks eigentlich. Vor allem mit den neuen Perks und dem Skillset, wenn du sowas machen kannst. 400 Rüstung und dazu ein Skill... Ein Perk, das dir erlaubt, für jeden Kill Rüstungen zu gewinnen. Ich, ohne Witz, mit so einem Set könnte ich die Meltdown Challenge, die dieser Typ da gemacht hat, der Unknown Knight, könnte ich das auch schaffen. Ja, der spielt aber spielt ohne DLCs. Das ist krass. Also keine Granaten, keine Flashbangs. Oh, guck mal, ein Dozer da hinten. Oh. Weißt du, ich schieße an Dosa vorbei und der guckt so voll unbeeindruckt in meine Richtung und gibt einen Schuss ab. Nimm mich ja gleich dran mit Kochen, ne? Vor allem, ich habe bisher mit Abstand die meisten Kills, der Heck einfach nur. Ja. So. Taser. Ohne Witz, ich glaube, es gibt keine andere Waffe, bei der ein Taser so schnell tot ist, als die Minigun. Oder wie die Minigun. Minigun ist ja wirklich nur... Minigun ist ja nur Hinrichtung, ey. RPG. Ja gut, RPG. Stimmt. Ja, wir können gehen. Wir können ja gehen jetzt. Oh, ein Päckchen. Das muss natürlich auch mit. Ja, wenn man den mal so random über... Wenn man den mal random über den Weg läuft, klar. So, Leute, wie ihr sehen könnt, wir müssen leider gehen, aber am Problem, es liegt nicht daran, dass wir zu schlecht sind, sondern einfach, weil wir keine Päckchen nicht mehr weiterkochen können. Leider. Guck dir einfach meine Kills an. 123. Ja, ich... 23er Genauigkeit. Ich kann mit den Waffen, mit der Armor, ich kann damit einfach nicht spielen. Es geht einfach nicht. Ja. Ich hatte früher, als ich noch gelevelt habe, weil ich das auch mal wieder machen müsste, eigentlich wäre ein Femi 25 Rang schon ganz nice. Aber ich mag den 12er irgendwie. Früher, als ich halt noch so, ich sag mal, aktiv gelevelt habe, hatte ich eigentlich immer zwei Sets. Das eine war ein leichtes Set, so auf Dodge gerichtet. Da hat mir auch jemand ein wirklich gutes Set gezeigt. An dieser Stelle möchte ich nochmal Danke an Jan sagen. Und der hat mir halt genau gezeigt, was man da machen muss, was ich auch extrem gut fand. Ist halt so ein Dodge-Set, war ursprünglich ausgelegt auf den GL40 Grenade Launcher. Ich habe es dann auf die Akimbus umgefunzt. Und damit, das ist auch noch mein aktuelles Set, was ich habe, ist auch so, ich sag mal, so geteilgetreu wie möglich an meinem alten gehalten. Ist aber jetzt inzwischen nicht mehr so OP, da die Akimbus irgendwie downgepatcht wurden. Weil früher konnte man ja irgendwie wirklich komplettes Dauerfeuer machen, das geht ja jetzt irgendwie nicht mehr. Doch, du musst den... Oder du brauchst den Skill für die Pistolen, dass du schneller schießt. Hab ich geaced. Hab ich alles geaced und trotzdem schießen die irgendwie nur noch halb so schnell wie früher bei mir. Okay. Ja gut, wobei man sagen muss, das reine Dodge
Perk ist ja komplett für den Arsch. Nicht deutsch, ich spiel Grindr auf dem Teil. Grindr ist auch komplett, also es war mal sehr OP gewesen, aber jetzt ist es mittlerweile Dodge, Grindr und Muscle ist einfach nur, ja, kann man einfach nur vergessen, meiner Meinung nach. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, ich habe sehr lange nicht mehr laut gespielt, einfach weil ich mich die ganze Zeit auf Stealth fokussiert habe, einfach. Ich meine, so eine Big Bang stealtht sich nicht von alleine auf fast Pazifist da. Auf fast Pazifist. Man muss das hier mal ganz klar betonen. Nicht umsonst bin ich der Aaron Jesus einfach nur, okay? Ich bin stolz darauf. Oder kennst du sonst jemanden, dem sowas wahrscheinlich fast in jedem Run passieren würde? Hingehen und dann kommen in dem entscheidenden Moment einfach zwei Guards entgegen, so dass man ihn wirklich umringt. Ist doch auch schön. Alter, das Massaker. Ich kann es ja hier im Video zeigen. Ohne Witz, hier spritzt mehr Blut, als bestimmt Kugeln von der Minigun rumfliegen. Habe jetzt auch so einen schönen Spruch gelesen. Ich zitiere jetzt wirklich diesen Witz. Ich habe gelesen, dass mein Blut pro Minute mehrere Kilometer in meiner Blutlaufbahn zurücklegt. Das müsste an Sport eigentlich reichen. Könnte mein Kumpel William gedroppt haben. Wobei man aber ehrlich dazu sagen muss, William ist mehr der geistige Sportler. Grüße gehen raus an dich, William, auch wenn du das niemals sehen wirst. Hast du irgendjemanden, den du grüßen willst? Deine Russen? Deine Russen. Nee, ich enthalte mich da. Okay. Ey, ich hatte die noch nie. Einfach nur the heck. Warte mal hier. So. Einmal reinhalten, dann passt das. Cloaker. Sie ist positiv, du bist nicht so schlimm am Desynken. Hey Leute, bist du? Ach, da bist du. Ey, lass mich durch. Es war wieder der Schwarze. Der schwarze Mann. Guck mal, ich mach's mir leichter. Ich muss das Schwarze, ich muss den Mann erst gar nicht ergänzen. Jeder weiß, wenn ich sage, der Schwarze, wer gemeint ist. Entweder sage ich die Schwarze oder der Schwarze. In beiden Fällen weiß man, wer gemeint ist. Und wir sind nicht rasse. Aber das möchte ich dir erzählen. Na, heute hatte ich bei. Gott, wo war das denn? Bei welchem Heist gab es. Genau, bei Framing Frame. Ich musste mehrmals am dritten Tag restarten, weil ich einfach den Wort beschissen hatte und ich ja das Gold haben wollte. Und bei meinem einen Try, das war der erste, da habe ich direkt halt nachgeguckt, wo der Scheiß ist. Da hatte ich den zweitbesten Spawn, der in der Mitte. Du weißt, welchen ich meine, ne? Ja. So. Ich mach das Ding zu, da kommt auf einmal eine Guard von rechts aus der Tür. Ist nicht schlimm, ich knall die ab. So, er fängt an, die Treppe nach unten zu rutschen und rutscht dann genauso, dass sein Kopf so durch die Tür durchguckt und die offen war. Hinten war eine Kamera, die hat das gesehen. ECM hatte ich nicht? Naja. Muss man halt damit leben. Wenn wir sagen All Impossible, nehmen wir dann auch noch den zweiten Safe Hit, wo eventuell ein Geldbeutel drin sein kann? All Impossible ging mir ja nicht. Also jetzt momentan, du weißt ja, ich meine All Impossible für uns, was wir jetzt noch kriegen können. Wir könnten gerne mitnehmen, aber wir haben ja eine Tasche. Zu wenig. Ja, aber besser als nix. Also All Impossible ist es ja nicht, weil es. Ja, dann können wir es auch sein lassen, würde ich sagen. Dann nehmen wir halt nur das Meth und das mit. Dann gehe ich gleich kurz hoch und mal schauen, ob sie uns verarschen. Ich wette mit dir, die ganzen Leute in deinem Raum kennst du deinen YouTube-Channel, aber nicht meinen. Naja, never mind. Wollte aber auch sagen muss, die Runs, die ich bei dir gesehen habe. Natürlich! Jetzt kommen auch den anderen Safe mit aufbrachen. So, warte, hier ist kein Safe. Ihr guckt in den beiden anderen Apartments. Die einfach nur Schaden drücken, das ist so lachhaft. Oh ja. Das war auch früher einer meiner Standard-geasten Skills, dass die Mobs da bei mir keinen Damage mehr machen.
heute so lachhaft. Oh mit ja. ICTV. Hat fast ICTV. Nee, ich hab ja. Ich hab ja die schwere Weste. Du meinst ja die BCTV? Hier, diese zweitschwerste. Weil sonst würde ich das Achievement wieder nicht kriegen. Das wäre irgendwie auch witzig. Ja, nevermind. Help me with meth. Ich bin sofort wieder... Ach, der ist ja noch ganz frisch wie der. So, der Drill ist mal wieder abgebrochen. Stimmt, die zweitschwerste ist es, nicht die... Ja, warte mal, jetzt hast du mich gerade zum Überlegen angeregt. Nicht schlimm. Schau mich einfach mal an, du musstest ja sehen, ob ich die ICTV oder die... Ich dachte, du hast die normale, wie ich das im Screen da gesehen habe. So, hier müsste jetzt noch ein zweiter Safe sein. Was? Hier ist kein zweiter... Wo sind die denn? Normalerweise gibt es immer zwei Saves. Ja, auf der anderen Seite ist er wahrscheinlich. Na, da war ich halt schon, da war er halt nicht. Ich war halt in allen Räumen eigentlich. Nee, auf der anderen Seite drüben. Ja, da war ich ja. Das war dort, wo sie mich verarscht haben. Schieß. Jawohl. Schau mal schnell gerade nach, was ich für eine Weste trage. Ja, du hast nicht die ICTV, du hast die zweitschwerste. Oh, ein schwarzer Dozer. Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Du musst halt wissen, wie du die Schwarzen behandelst. Ja, die Sache ist halt, ich kann, wie gesagt, da ich kein großer YouTuber bin, kann ich solche Aussagen ohne Bedenken äußern. Von daher, warum nicht? Aber nochmal auf das Thema zurück, selbst wenn du mit der ICTV spielst, ist die Armor so schlecht. Dafür, dass du extra 12 Punkte dafür ausgeben musst, die Weste überhaupt tragen zu können. Ja. Liegt auch einfach nur daran, dass ich kein Spieler bin, der gerne mit Armor spielt. Ja, gut, das kann es sein. Wie gesagt, ich habe früher beides gespielt, deswegen kann ich auch noch beides spielen. Ich spiele seitdem ich Payday spiele. Ja, Cloakle, genau. Seitdem ich Payday spiele, nur Anzug und jetzt mit der leichten Weste, aber nie mit irgendwelchen schweren Westen. Ich krieg's einfach nicht hin. Ist aber verständlich. Das ist einfach nur ein Blutmassaker hier. Warte mal, wie gerade was wir nicht wussten, der zweite... Ach, drüben ist doch noch ein Drill. Ja gut, ne? Lass ihn trotzdem noch mitnehmen, den zweiten Drill da drüben ist ja nur eine Minute. Und schlimmer als das Reds-Teil wird es ja nicht werden. Weißt du, was ich auf jeden Fall nochmal... Ich merke schon, ich habe ja wieder meinen Schreibmaschinengeratter. Wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwann zusammensetzen und 100 Bags auf Meth machen. Auf Overkill. Auf Deathwish. Können wir machen. Allein schon das Geld, was man da... Das hat sich nach der grünen Eugen Missgeburt angehört. Ja gut, eine Minute. Als ob ich den übersehen habe. Ja, ich muss mich jetzt hier nochmal dafür rechtfertigen. Für Open und Possible, was es ja eigentlich gar nicht ist. Ja. Gut. Es sind ja nur 40 Sekunden, von daher. Cloaker, ohne Witz, weißt du, welche Missy oder welches Achievement ich eigentlich richtig nice fand, was eigentlich gar nicht so schwer ist? Dieses, dieses eine Teil, wo du die Missy auf Deathwish abschießen musst, ohne dass einer stirbt, der den Breaking Ballet heißt. Reputation Beyond Reproach Achievement. Ja, die ist relativ einfach. Ja. Stell dir mal vor, dass das hätten sie gemacht bei The Biker heißt hier, auf Deathwish. Und zwar beide Tage, auf Pro Job. Einfach nur die Vorstellung. Ohne Witz, wenn ich bei Overkill sitzen würde, würde ich euch ein Achievement reindrücken, dass du jeden Heist of Deathwish einmal abschießen musst, ohne abnippeln zu gehen. Cruise egal, nur du darfst nicht abnippeln gehen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was bei Payday 3 rauskommt. Ja, falls jemals Payday 3 erscheint. Ich
bin zu laut, habe ich das als Gefühl. Was haben wir denn bekommen? Nichts. 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 Das muss ich gerade auf der Zunge zergehen lassen. Nichts. Aber ganz ehrlich, eigentlich war es klar, wir haben mich im Team. Da kann nur Scheiße rauskommen bei so einem Schein. Minigun, treff doch den scheißen Alter da oben. Na klar. Ich würde sagen, Zeit ist es zu gehen. Ich muss mich eigentlich mal zu konzentrieren, dass ich es schaffe, während ich gleichzeitig spreche, noch zu schreiben, weil normalerweise halte ich dann die Fresse. Gut. Guck's dir an. Größte Genauigkeit, höchsten Special Count, heißt Special Body Count. Na immerhin, du bist öfter gestorben als ich. Das ist auch was. Ja, es ist. Ich kann einfach mit dem Deck nicht spielen. Alter, haben wir jetzt schon den zweiten Escape. Der Garage Escape muss da aber einfach sein. Hat uns unser Englischlehrer mal ein Video gezeigt, irgendwie, wie es um die Aussprache geht. Weil, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Dreimal Geld und das paar Mal Meth. Ich glaube, so habe auch ich das Achievement geholt, wo du diese neuen Taschensicherheit bringen musst. Oder diese sieben. Sieben, genau. Nee, acht waren's. Acht oder neun. Acht. Es war eins oder zwei mehr, als du hier insgesamt gebraucht hast. Ja. Ohne Witz, ich hab sau lang gebraucht, bis einer meiner Kollegen, welche das größte Arschloch, was ich jemals gekannt habe, dann auf die Idee kam, was oder wie man dieses einen Schiefen bekommt oder wie man da rankommt bei diesem Heist oder bei dieser Flucht mit dem Park. Ah, dass die den Park nicht betreten, meinst du? Ja, weil wir haben ewig getryhardet, dass wir überhaupt den Park bekommen haben. Und am Ende hat er halt wirklich voll die gute Idee gehabt, wie man das hinkriegt. Ich könnte das eigentlich auch an allen weiterempfehlen, wie man das kriegen kann. Zu einer fast hundertprozentigen Chance. Boxe sie einfach an jeder Ecke. Nein, nicht das Achievement, dass du überhaupt die Fluchtpark triggerst, weil normalerweise kriegst du die nicht. Und ich kann nur sagen, wieso. So habe ich das nämlich rausgefunden durch ihn, weil er halt meinte, ich habe da was beobachtet und auch irgendwie gelesen und bla bla bla. Und zwar, die Fluchtpark triggerst du nur, wenn gerade kein Assault ist und du dann flüchtest. Oder du bekommst sie bei Juweliergeschäft, wenn du möglichst viele Zivilisten bringst. Ja, das war das. Vor Stores drückst du möglichst viele Zivilisten weg und dann wartest du, bis der Assault vorbei ist. Ja, oder Juweliergeschäft. Da musst du nicht mehr warten, bis die Wave vorbei ist. Du musst einfach nur, ja, um 100% sicher zu gehen, alle Zivilisten, sag ich mal, eliminieren und danach kriegst du den. Gut, dritter Tag, wahrscheinlich müssen wir da auch eine Flucht machen, aber gut, besser als nichts. Ich mag das Bild von denen, der sieht voll sympathisch aus. Mit Pilot oder was? Ja, der sieht voll sympathisch aus, allein schon die Zigarre bei dem in der Hand. Die Mord, ey, wenn er jetzt so die Hand hebt und irgendwie so ein Rapper-Zeichen macht, das würde ich ihm voll abnehmen. Nach dem Motto, ich bin ein Hipster, yo. Better be if only Odin defuses C4. Ja, okay. Wie oft ich das schon hatte. Ich mach das und dann werde ich, naja. Dann lassen wir das. Sekunden Diffuse Time, okay. Weil ich aber sagen muss, ich will irgendwie mithelfen. Ja, solange der Desync nicht zu groß ist, ist das auch nicht das Problem. Ja, ich mach jetzt noch eins und dann gehe ich raus. Bevor jetzt hier der Taser gleich ankommt. Der berühmte. Der berühmte Taser. Jetzt mal ohne Witz, ich hatte das schon so oft, dass alle auf der einen Seite des Wagens waren, von der anderen Seite kommt ganz geschillt ein Taser an, drückt mir einen rein, also hey, wie geht's dir so? Und dann bin ich im Bus und muss zusehen, wie das C4 von meiner Schnauze hochgeht und mich in die Luft springt. Oder der Black Dose. Black Dose hatte ich tatsächlich noch nicht. Ah, doch.
Also es ist ich weiß, dass es nicht unmöglich ist, aber ich finde es zumindest unüblich, weil bis ein Black Dozer hier ankommt, ganz hinten ist er normalerweise schon von deinen Leuten gekillt geworden. Wenn du nicht totale Kackmoves hast, was natürlich sein kann. Ja gut, das Problem war, ich habe da mit drei zusammen gespielt, dann sind die alle disconnected und ich habe nur noch mit der KI weitergespielt. Na gut. Und apropos Black Dozer, soll ich den durchkommen lassen? Kannst du keine machen. Oh oh, ich habe keine Rüstung mehr. Ich werde abnippeln gehen. So, Schüsse habe ich jetzt auch keine mehr auf meinem RPG. Dann. Muss ich jetzt mal hingehen und ein paar Kills machen. Gut. Aber an sich, eigentlich wolltest du ja zeigen, wie gut wir damit sind, aber an sich ist das gar nicht so schwer mit den neuen Skilltrees. Mit den alten war es auch nicht wirklich schwer. Ich finde es einfach schade, dass das Spiel so viel leichter gemacht wurde. Zumindest Stealth. Stealth war früher besser. Härter. Jetzt 14 Tripmines. Ja, du musst es einfach nur für, gerade für Laut, musst es einfach nur wie bei Payday the Heist machen. Keine Dose stunnen, also dass du Dose nicht stunnen kannst. Dann, dass die Taser, weil die lassen sich ja sehr leicht umbringen im Vergleich zu Payday the Heist. Da wirst du übrigens auch noch sehr viel Spaß haben, wenn du das mal anfängst zu spielen, die Taser zu killen. Also wenn du das nicht gewohnt bist, weil die einfach deine Waffe in jede Richtung ziehen, nur nicht auf sich selber. Macht schon Sinn. Und dass die, was habe ich letztens noch gesagt, ja, dass die Spawnrate höher wird. Also der Defush Plasmod bei 4 Leuten, die das alle haben, ist echt heftig. Der ist gut, ja. Wie viel haben wir denn jetzt? 20 Millionen. Was? 20? Ja, eine Tasche Meth fehlt. 3 Millionen. Oder 2,1. Nicht mal 2,375. Knapp. Ah, 2,4. Vergiss ja nicht deine Geldtasche, die wir noch bekommen hätten dazu. Gut, Cooking with Style, der ist es, Leute. Ja, das war's von mir. Wem es gefallen hat, wird mich echt freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Du darfst dich auch noch verabschieden. Ich verabschiede mich auch noch, okay. Ja, wie gesagt, wie es schon angesprochen wurde, schaut mal bei uns in der PHIS Gruppe vorbei. Wird auch verlinkt. PIHS oder IHS Gruppe. Wichtig, schaut unter den Diskussionen nach. Da gibt es auch Challenges, die man machen kann, um dann in die PIHS aufgenommen zu werden. Ja, momentan sind es 2 Member übrigens in der PHS-Gruppe, das sind ich und er, also wir könnten Gesellschaft gebrauchen. Das war's von mir, haut rein. Ciao.